Die ist überall bekannt. Zumindest hier im Sachsen-Anhalt-Land. Sie stellt ihr Eigenwohl ans Ende, zeigt Erbarmen. Und hilft schließlich immer den Armen. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wir sind hier im 13. Jahrhundert. Wir reisen heute zurück ins Mittelalter. Und treffen bekannte Sachsen-Anhalter. Denn der Dank, dass wir heute hier stehen, muss an Jutta von Sangerhausen gehen. Jutta von Sangerhausen. So begann ein selbstverfasstes, beeindruckendes Stück über Jutta von Sangerhausen, das die Theatergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums am Ende der Jutta-Tage 2018 zu Füßen der Jakobikirche aufführte. Musikalisch begleitet von Lara und Marcel führten Robin und Fritz, unterstützt von ihren Mitschülern, das Publikum durch das Leben der heiligen Jutta, die bis heute vor allem auch in Polen verehrt wird. Also seit dem Jahr 2006 werden hier in Sangerhausen Jutta-Tage gefeiert. Das ist eine Folge dessen gewesen, dass in Sachsen-Anhalt eine Initiative entstanden war, Frauenorte zu kennzeichnen. Das war 3 Jahre vorher. Und ist auch eine Folge dessen, dass von der katholischen Gemeinde in Sangerhausen eine Kantorin mal ein tolles Stück über Jutta von Sangerhausen schrieb und dies in einer evangelischen Kirche, in der Ulrichskirche, aufführte, wo Jutta von Sangerhausen mal gelebt hat, am Gottesdienst teilgenommen hat. Jutta lebt im 13. Jahrhundert. Also, wenn andere Namen dafür vielleicht stehen, sind das Elisabeth von Thüringen, die vielleicht etwas bekannter ist, oder Franz von Assisi. Und von Elisabeth von Thüringen oder von Mechthild von Magdeburg war Jutta wohl auch angeregt, ihren Weg als Christ zu gehen. Sie war sicher normalerweise erst verheiratet, hatte Mann und Kinder, der Mann starb, sie wurde Witwe. Damit gehörten die Kinder ihr auch nach damaligem Recht nicht mehr, sie wurden einem Vormund unterstellt. Sie hat Hab und Gut eingesetzt hier in Sangerhausen zunächst, um arme, kranke, Sterbende zu versorgen. Also einen Dienst der Nächstenliebe zu tun. Sie hatte aber dann den Auftrag wohl von Jesus Christus her vernommen, dass sie weiter weggehen soll, wo die Leute noch nicht mal was von Jesus wissen, also Richtung Osten zu den sogenannten Heiden. Das ist im heutigen Polen, damals hieß die Stadt Kulmsee, wo sie hingegangen ist. Und daran, an ihr Leben, an ihr Vorbild, erinnern die Jutta-Tage. Am Ende ihres Stückes spannten die Mitglieder der Theatergruppe den Bogen vom Mittelalter und Jutta von Sangerhausen bis zur heutigen Zeit, auch musikalisch. Sir, can you help me? It's cold, and I've nowhere to sleep. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you. Pünktlich um 12 Uhr rief dann die Glocke der Jakobikirche zur Jutta-Tafel. Das ist das Ereignis, was vielleicht am deutlichsten sichtbar ist, auch für Menschen dieser Stadt und für Gäste dieser Stadt. Da wird getafelt, das heißt, es werden Menschen eingeladen, die hier einfach sich beim Markt befinden oder zum Besuch. Und es erinnert an die Tafel, die Menschen sonst Tag aus Tag einbekommen, die zu wenig zum Essen haben. Es geht also um diese Fürsorge für diese Leute. Wir haben auch als Präsentation Hospizbegleitung, Menschen, die also Sterbende begleiten. Wir haben Diakonie, wir haben verschiedene andere Organisationen, die sich um Menschen heute kümmern.